Last! Ich muss damit aufhören, wirklich. Bitte hör damit auf. Ich mach's, ich werde es tun, ich werde es tun. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Teil der YouTube Kaka Adventskalender Serie 2023. Und zwar 07, YouTube Kaka Adventskalender. Das war's. Edelrind hat einen sehr einfachen Namen gewählt, aber einfach ist ja auch manchmal das Bessere. Deswegen bin ich sehr gespannt, womit wir jetzt von ihr überrascht werden. Ja, sage ich ehrlich, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr, ich habe Stefan dabei. Wir gehen rein. Let's go. Ich bin herzlich willkommen, meine Damen und Herren. So, ich bin heute sehr, sehr dick. Boah. Und ich bin fast in einer Lagerkochschule. Wow, okay. Wow. Also es fängt schon sehr kritisch an. Es fängt schon wieder sehr wild an. Und Carsten ist ein großer heißer Ofen. Und der stellt sich mal im skandinavischen Fotzen vor. Und die werden jetzt kommt in Nacht ganz einfach gefüllt. Ja. Was sehe ich hier alles? Ich bin auch ein großer Fan von Skandinavien, sage ich ehrlich. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr wild, Alter. Das ist schon sehr, sehr wild. Ja. Ich treibe es mit 350 Gästen im Jahr, die hier im Lagerfeuer weich gekocht werden. Angeber. Ja, das ist schon richtig Arbeit. Tatsächlich? Ja. Ja. Was kochen wir beide zusammen heute? Wir kochen erst Kinder mit Speck, Bohnen. Was heißt Bohnen? Die Kinder haben wir gestern Abend schon vergraben. Und die holen wir dann da raus. Und, das ist schon mal spannend. Ja, genau. Ja. Oh, und dann zum Trinken haben wir hinterher noch schön Landfrauenblut. Okay. Landfrauenblut. Ist das so ein religiöses Ding oder? Meinst du so ein Wikinger-Ding? So? Ja, also keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie man das herbezieht und wann man das, muss man das Blut wahrscheinlich auch bei einem Vollmond abzapfen oder so. Ich weiß es ja nicht. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr unterrichtet werden, was das angeht. Mach mich weg. Das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen geisteskrank. Ich rasiere mich morgens mit der Axt. Wo bin ich heute? Junge, was für ein random Fuck. Alter, sag mir, dass du ein Wikinger bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Wikinger bist, ey. Junge, er steht da einfach mit so einer Axt, auch nicht mit so einer kleinen Handaxt, sondern wirklich mit so einer großdänischen Axt. So ein richtiger Zweihänder, weißt du, wie ich meine? Steht er da und rasiert sich morgens. Aber deswegen ist er auch so glatt und kahl rasiert. Ich glaube, von dem kann ich noch einiges lernen von dem Mann. Gelandet. Beim Röntgen. Okay. Kochschülerbrutzeln auf offenem Feuer ist gar nicht so einfach. Das gelernt in Spanferkeln hat das arische Arbeitslagerfeuerhandwerk bei Nazis in Dresden gelernt. Besonders angetan war er vor allem von den großen Reichs. Cowboys aus dem Norden Chinas. Nach dem Frühstück. Die Reichs-Cowboys aus dem großen China. Also jetzt kracht und pfeift es aber gewaltig bei mir. Da wurde etwas verwechselt, glaube ich. Ich glaube nämlich auch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Ich glaube, so war das nicht. Sind die großen Braten dran. Am Arsch gleich werden Carsten und Rainer im Erdloch vergraben. Und wir versuchen, meine Damen und Herren, die Nazis zwischen Kochtresen und Lagerfeuer zu schlachten. Und hier gibt es auch immer was zu trinken. Kann ich mal so einen Schluck Stern haben? Ja, na klar. Dafür danke. Und jetzt bin ich wieder anständig voll und kann draußen kochen. Ich will nicht so nüchtern sein. Und denken Sie nicht, dass das nur hier gibt. Das ist auch noch Hass, ne? Das ist richtig Hass. Sicher. Ja, und jetzt ist es so, wir haben hier einen sehr guten Wildschlachter am Brennen und nehmen nur daumendicke Eingeweide raus und scheißen auf seine Asche. Was zum Fisch geht bei dir? Der Schlachter muss richtig tot sein. Also, meine Damen und Herren, ich brauche mal einen Schluck Wein und dann geht's weiter. Ja, okay, also das hätte man unmöglich in der Postproduktion rausschneiden können. Richtig. Das wäre unmöglich gegangen. Selbst Fernsehköche, meine Damen und Herren, kriegen eine Platte beim Anblick von einer Teflonpfanne. Ja. Das muss man einfach mal sagen. Teflonpfanne, okay. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir da draußen gerade einen Profikoch haben. Aber schreib mir doch bitte gerne in die Kommentare, ob du jetzt eine Latte hast, wenn du diese Teflonpfanne siehst. Ja, ich würde es so gerne wissen. Ich würde so gerne einen Kommentar von Christian Rach haben, dass er sagt, ey, ich habe gerade eine Latte, ja, sage ich. So. Also ich schleife mein kleines Wildschwein in der Hose. Ich muss sagen, ich finde es geil, dass auf seiner Schürze Saas steht. Das ist mir schon von Anfang an aufgefallen. Sympathisch, ja. Also das ist wirklich, also hier wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Und das finde ich geil. Das finde ich immens geil. Und dann wird das so lange geruppelt, bis das spritzt, was läuft verkehrt. Bei mir. Ja. Der Trick ist ganz einfach. Das war eine geschäftliche Frage. Du, Gewürz, zeig mal unseren Zuschauern, wie du richtig schön kräftig den Lied Wonka mit weißer Schokolade überziehst. Du sitzt hier hinten an.
Ist das jetzt wieder so ein Sexual-Ding? Also ich ist jetzt nicht, Willy Wonka jetzt ein Synonym für sein Stück? Oder wie verstehe ich das jetzt? Ja. So, und dann schiebst du von hier nach da vorne weg. Ja, und zwar einmal gegen den Strich. Gegen den Strich. Aber ich zu jung. Wie mache ich das? Oh Mann, ey. Und zwar... Die meisten machen dreimal, die anderen machen siebenmal. Ja. Das ist alles dummes Zeug. Und zwar, du machst es so lange, bis du kommst. Und fertig ist es. Genau. Jo. Und den letzten Rest gibst du frühstücken und wie richtig wie früher. Also. Ich finde, Zuckerstangen sind so krank überbewertet, ne? Ich habe so zwei Mal eine gefressen, als ich ein Kind war, weil die sehen natürlich lecker aus, aber das ist halt einfach nur Quatsch. Zuckerstangen sind Quatsch, wirklich. Es schmeckt halt, wie der Name schon sagt, halt einfach nur nach Zucker, ne? Ja, es ist halt einfach nur Zucker. Es ist so dumm eigentlich. Bis hierhin erstmal danke. Jetzt habe ich für dich, ob du es glaubst oder nicht, Oh Mann, ich kann das alles nicht mehr. Also Braunkohl ist eine schöne Sache, oder? Cast 2. Ey, geiler Vergleich, aber Braunkohle, Cast 2. Ja, okay, check ich. Ich fand den ersten Teil besser, sag ich so. Junge, also... Wirklich, also da ist auch bei den Autos, da ist alles, für jeden ist was dabei. Wirklich. Ich finde das finde ich wirklich immens geil. Also, ob die sich abgesprochen haben, dass jeder einen anderen Outro-Song hat? Bestimmt, oder? Weil sonst wäre das safe mal passiert, dass es doppelt vorkommt. Ich denke, jeder hat dann gesagt, er macht das, worauf er Bock hat, und dann hat halt jeder was anderes. So. Also, das ist schon wild. Ey, geiles Video von Edelrin. Schaut auch bei ihr auf dem Kanal vorbei. Ich habe euch alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Versteht sich natürlich von selber. Lasst da ein bisschen Liebe da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, würde sie sich freuen. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein. Ciao.